Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer und willkommen bei Transparenz TV unter der Sendung Franz Alt. Franz Alt. Vielen Dank. Franz Alt wurde vor 15 Jahren pensioniert, so ist das beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich war zu alt. Inzwischen scheint sich der Schaden behoben zu haben. Und wir starten jetzt neu mit dieser Sendung, und zwar mit Zukunftsthemen, mit Themen, von denen wir denken, dass sie im Fernsehen insgesamt, im privaten, aber auch im öffentlich-rechtlichen zu kurz kommen. Zukunftsthemen wie Energiewende, Verkehrswende, Bauwende, Agrarwende, Wasserwende, wichtige Zukunftsthemen, und wir wollen damit Lust auf Zukunft vermitteln. Heute Abend also, Autofahren ist heilbar. Verkehrswende ist möglich und nötig. Gäste dieser Sendung heute Abend, der ersten, deshalb ist das auch für euch eine Premiere, Professor Andreas Knie. Herr Knie ist Soziologe, Soziologieprofessor und Verkehrsforscher, setzt sich sehr intensiv für die Verkehrswende ein, neben ihm Dr. Thomas Steinmüller. Herr Steinmüller ist Wirtschaftsingenieur mit dem Schwerpunkt Logistik an der TU hier in Berlin. Er ist aber auch Vorstand der Logtechnik. Logtechnik, habe ich mir sagen lassen, steht für logistische Technologien. Frage an euch beiden. Warum ist die Verkehrswende nötig und wie ist sie möglich? Herr Knie. Also nötig ist sie, da muss man ja nur mal vor die Tür gehen, hier in Berlin, aber auch in allen großen Städten haben wir einfach viel zu viel Autoverkehr. Es sind viel zu viele Autos, nicht nur unterwegs, vor allen Dingen das große Problem, sie stehen einfach dumm rum. Und das Schlimme ist, sie Wie lange stehen Sie denn rum, ein deutsches Auto im Schnitt pro Tag? Ja, wir haben das jetzt ja neu nochmal vermessen. Es sind im Moment 94% der verfügbaren Zeit, die ein Auto fahren könnte. Steht es eigentlich? Es ist ein Stehzeug und kein Fahrzeug. Es ist eigentlich ein Stehzeug. Und wenn es fährt, fährt es zurzeit mit etwas mehr als einer Person. Das heißt also, hier werden 1,5, 6, 7 Tonnen, manchmal sogar über 2 Tonnen, also ziemlich unsinnig hin und her transportiert. Und aber dieses Auto hat so eine Dominanz, dass andere Verkehrsmittel keinen Platz mehr haben. Fußgänger haben es schon schwer, Fahrradfahrer haben es schwer, alle anderen haben es auch noch schwerer, und deshalb müssen wir für die Städte, aber auch fürs Land neue Lösungen suchen, und wir glauben, dass die Menschen mittlerweile das auch wollen, und wir haben auch mittlerweile die technischen Mittel, das zu tun. Was noch fehlt, ist der politische Wille, das auch umzusetzen. Herr Steinmüller, warum ist die Verkehrswende notwendig und wie ist sie möglich? Also ich will mal sagen, die Verkehrswende, die ist schon da, und die Politik muss dem jetzt eigentlich folgen. Wir haben eine völlig andere Einstellung zur Mobilität in der Jugend. Die kaufen sich keine Autos mehr, die haben gar nicht mehr das Bedürfnis. Aber nicht alle. Nicht nur, aber die meisten, zumindest in urbanen Regionen, wo der entsprechende Nahverkehr ausgebaut ist, da sagt sich jeder, warum soll ich eigentlich noch für ein Auto arbeiten? Und das erleben wir hier in Berlin. In Berlin hat sich das Mobilitätsverhalten schon ganz nachhaltig geändert. Parkhäuser sind in den Innenstädten eigentlich leer, weil die Leute lieber mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad kommen. Das heißt, es gibt noch viele Autos, wie Sie es beschrieben haben, die hier rumparken, weil unsere Industrie natürlich auch einen Output produziert, der immer wieder neu ersetzt werden muss. Wir erleben aber auch Carsharing, was die Möglichkeit gibt, in bestimmten Regionen jederzeit auf ein Auto zuzugreifen. Und das macht Platz und das wird auch schon umgesetzt. Und da werden wir erleben, dass diese Wende schon längst im Gange ist und wir sie jetzt eigentlich in den Rahmen einbinden müssen, weil wir immer noch aus alter Industrienation heraus einen Push haben, der gar nicht mehr zeitgemäß ist im digitalen Zeitalter. Unser ganz großes Problem ist, dass wir der Digitalisierung auch in diesem Segment hinterherlaufen. Es ist viel mehr möglich, mit Digitalisierung, mit Apps die Mobilität zu gestalten. Mobility as a Service ist da das Stichwort. Das heißt, ich kann über meine App den entsprechenden Bedarf einsteuern, wenn ich ihn auch erfüllt bekomme. Das ist heute leider noch nicht überall der Fall. Gerade in ländlichen Regionen ist das natürlich noch überhaupt nicht der Fall. Aber im urbanen Umfeld hat sich die Verkehrswende schon eingedeutet. Wenn Sie sehen, die Steigerungsraten der BVG hier in Berlin, die sind gigantisch. Und von daher, wir müssen es realisieren, dass diese Wende da ist. Herr Steinmüller, in Deutschland diskutieren wir oft die Energiewende, aber wissen, dass es ohne Verkehrswende keine Energiewende gibt. Immerhin beim Ökostrom
haben wir von 5% im Jahr 2000 auf etwa 40-42% bis heute steigern können. Warum tun wir uns bei der Verkehrswende schwerer als bei der Stromwende zumindest? Na, grundsätzlich müssten wir uns bei der Verkehrswende nicht so schwer tun, wenn es da nicht Autokonzerne gäbe, die den Verbrennungsmotor zu ihrer Kernkompetenz erklärt haben und dahin ihr Kapital alloziert haben. Mit der Folge, dass sie jetzt vor dem Dilemma stehen, was machen wir mit diesen Motoren und Getriebewerken? Was machen wir mit den Mitarbeitern, die dort eingebunden sind? Die können gar nicht von heute auf morgen auf Elektromotor umstellen, selbst wenn es genügend Elektromotoren und Batterien gäbe. Ich will mal einen Hinweis an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer geben. Sie können chatten mit uns und dann unsere beiden Fachleute ihre Frage stellen. Jetzt habe ich eine Frage an unser Publikum. Ich will, bevor wir über Ökologie und Alternative nachdenken, mal ein ganz anderes Problem ansprechen und an Sie eine Frage richten. Was schätzen Sie, wie viele Tote gab es durch Autos weltweit nach 1945? Darf ich mal ein paar Schätzungen haben von Ihnen? Weltweit nach 1945? Wie viel? 20 Millionen. Okay. Andere Schätzungen? 10.000. Allein in Deutschland haben wir noch jedes Jahr 3.000. Wir waren mal bei 17.000 Verkehrstoten. Also. Als ich die Zahl zum ersten Mal gehört habe, konnte ich es nicht fassen. Sie hat mich umgehauen. 120 Millionen. Meine Damen und Herren, zweimal Zweiter Weltkrieg. Auf unseren Straßen. Mehr als zweimal Zweiter Weltkrieg. Und dazu soll es keine Alternativen geben. Darüber habe ich lange nachgedacht. Also ich denke, auch aus Sicherheitsgründen brauchen wir eine Verkehrswende. Ich bin elektrisch hierher gefahren von Baden-Baden nach Berlin heute früh. Das geht schon, mit der Bahn natürlich, nicht? Also man kann heute schon elektrisch fahren, es gibt schon Alternativen. Wie schätzen Sie diesen Aspekt, warum haut das nicht mehr Menschen um und die sagen, Autofahren muss doch heilbar werden bei 120 Millionen Toten. Jedes Jahr kommen 3 Millionen dazu weltweit, Herr Knie. Ja, man macht sich diese Zahl ja nicht konkret plastisch vor Augen. Wir haben jetzt gerade in Deutschland wieder den Verkehrsbericht der Bundesregierung. Da waren es jetzt gerade mal knapp 4.000 Tote, aber das sind 4.000 Tote zu viel. Das ist eine kleine Stadt, die jedes Jahr stirbt. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir ja jahrzehntelang das Auto wirklich geliebt haben, gepflegt und gehegt haben. Und auch politisch war das Auto natürlich immer sozusagen der materielle Kern vom Traum des guten Lebens. In Westdeutschland, wie in Ostdeutschland, wie in Europa, wie eigentlich in der nördlichen Hauptweltkugel haben wir immer an das Auto geglaubt und wir haben diesem Auto auch alles verfügbar gemacht. Wir haben die Straßen so gebaut, wir haben die Straßenverkehrsordnung so organisiert, wir haben eigentlich alles um das Auto herum gebaut, weil das Auto Teil des Traums war mit dem Haus, mit der Familie und eben dem Fahrzeug. Und das hat dazu geführt, dass wir natürlich auch in Deutschland insgesamt eine unglaubliche Abhängigkeit um das Auto produziert haben. Das ist nicht so in der Stadt. In der Stadt sind die Optionen verfügbar, aber 63% der Fläche in Deutschland ist Land. Und da haben wir zurzeit dieses Jahr etwa 770 Autos pro 1000 Einwohner. Meine Heimatstadt Siegen hat es geschafft, letztes Jahr 1000 Autos pro 1000 Einwohner zu haben. Das heißt, jeder fahrfähige Mensch hat da mindestens 3. So, und um dieses Auto herum haben wir unser Leben organisiert und da ist es ganz schwer draus rauszukommen und draus wegzukommen. Und dafür brauchen wir jetzt Pläne. Auch psychologisch schwer, wenn man daran gewohnt ist, wenn es selbstverständlich ist. Wie ich mit 18 unbedingt den Führerschein einmal haben wollte. Ne? Die Routinen sind natürlich um das Auto herum gebaut. Die Abhängigkeiten, wenn man natürlich mit dem Auto im Kopf sich an die ländlichen Gegenden heran organisiert und dort sein Haus baut, wenn man denkt, ach, mit dem Auto schaffe ich das ja locker, dann darf man sich nicht wundern, wenn man dann nach 10 Jahren vielleicht 4 führerscheinfähige Menschen im Haushalt hat und 5 Autos vor der Tür hat. Ne, da reicht selbst der Platz auf dem Lande nicht mehr auf. Und dann kommt das Drama noch, dann fahren alle mit dem Auto natürlich in die Stadt, weil in der Regel wird in der Stadt gearbeitet. Und wenn alle in die Stadt fahren, dann haben wir einen riesigen Stau, wir haben eine Pendlerrepublik, wir haben Städte wie Düsseldorf, die haben mehr Pendler, als sie Einwohner haben. So. Und das ist aber, das Gute ist, das Licht am Ende des Tunnels, Herr Steinmüller hat es schon gesagt, ist, dass den Menschen das jetzt selber auf den Geist geht, weil wir haben jetzt wirkliche Funktionsprobleme. Denn Menschen stehen im Stau, Menschen möchten doch
andere Optionen haben, sie möchten diese Abhängigkeit nicht mehr haben. Und jetzt müssen wir uns da langsam rausbefreien. Und da sind die Städte sicherlich die Orte, in denen wir das können und wo die Möglichkeiten in der Tat schon verfügbar sind. Wir müssen sie jetzt noch machen und wir müssen sie einklagen, denn diese Verkehrswende kommt wie die Energiewende auch nicht einfach. Und wir brauchen dort auch eine andere Regulierung, denn die Regulierung hat uns das Auto herbeigeschafft. Jetzt müssen wir die Regulierung wieder ändern, damit das Auto so langsam wieder zumindest in dieser massenhaften Menge von uns sozusagen sich befreien kann. Wir haben die Energie, die Stromwende zumindest, zum Teil geschafft durch das Erneuerbare Energiengesetz. Könnte es so etwas geben wie ein erneuerbares Verkehrsgesetz? Ja, wir arbeiten ja dran. Es gibt zum Beispiel mehrere Gesetze, die dort grundlegend sind. Wir haben zum Beispiel neben dem Auto, dem privaten Auto, ja das Personenbeförderungsgesetz. Wir haben ja einen öffentlichen Personennahverkehr, der zwar in der Stadt wie Berlin sehr, sehr gut ist. Berlin ist überhaupt die einzige Stadt von Größe, in der man tatsächlich kein privates Auto braucht. Aber das ist in anderen Städten schon nicht der Fall, weil wir natürlich ein ÖPNV, allein das Wort ist ja schon ein Ungetüm, den haben wir natürlich so, sagen wir mal, aufgebaut, dass er gar nicht unternehmerisch denken und handeln kann. Das ist Bereitstellungsverkehr. Für die, nämlich die kein Auto sich leisten konnten. Die Armen, Alten und die Ausländer. So waren die drei berühmten A's, die haben ÖPNV genutzt. Und wenn Sie sich in den ländlichen Regionen begeben, dann werden Sie die heute immer noch sehen. Das heißt, wir müssen einen ÖPNV haben, der tatsächlich dynamisch, der unternehmerisch denkt. Das heißt, wir brauchen ein anderes Personenbeförderungsgesetz, damit der auch digitale Plattformen, diese Apps, die wir eben gerade gehört, überhaupt einsetzen kann und Einnahmen machen. Denn jetzt sind die Einnahmen natürlich nur dazu da, dass man seine Subventionen, die man bekommt, reduzieren kann und kein ÖPNV-Unternehmen hat irgendeinen Anreiz, irgendwas zu tun. Und da brauchen wir natürlich eine andere Straßenverkehrsordnung, mehr Platz für andere Verkehrsmittel. Wir brauchen eine andere Besteuerung. Wir erlauben uns ja noch jedes Jahr 8 Milliarden Euro für die Dieselsubventionierung auszugeben. Das Dienstwagenprivileg, damit wir schön viele Dienstwagen haben, damit wir auch noch ein bisschen Sozialabgaben sparen, gehört auch noch dazu. Und insgesamt muss man ja sagen, es gibt diese erschreckende Zahl neben den 120 Millionen Toten. Allein in Deutschland kostet uns das motorisierte Individualverkehrswesen, also das Auto, etwa 90 Milliarden Euro jedes Jahr. An den berühmten Steuern, die Mineralölsteuer und die anderen Kfz-Steuern, die wir jetzt einnehmen, zahlen wir insgesamt etwa nur 45 Milliarden dazu. Das heißt, wir alle, ob wir Auto fahren oder nicht, zahlen etwa jedes Jahr mindestens 45 Milliarden in dieses System. Das heißt, wir brauchen eine ganz andere Umverteilung, wir brauchen auch eine Aufklärung darüber, was uns dieses Auto auch kostet. Und wenn wir das alles haben, dann müssen wir schauen, wie wir dann in den Städten anfangen, den Menschen mehrere Optionen geben. Aber wir müssen eben ungefähr 7 oder 8 verschiedene Gesetze anpacken. Es ist leider nicht ganz so einfach wie bei der Stromwende. Herr Steinmüller, Herr Knie hat schon das Stichwort Stau genannt. Ich habe mal eine Statistik gesehen. Danach steht ein deutscher Mann im Schnitt länger im Stau, als er Zeit hat für Sex. Ist das Lebensqualität? Sicherlich nicht. Ich kenne Zahlen, dass der jährliche Schaden irgendwo in der Größenordnung von 80 Milliarden liegt, der durch Staus ausgelöst wird, durch den täglichen Stau, aber eben auch durch schlecht geplante Baustellen beispielsweise. Aber ich wollte noch mal einen Aspekt mit reinbringen. Wir müssen einfach in dieser neuen Zukunft denken. Und wir versuchen immer, die Zukunft mit der Vergangenheit zu bewältigen. Also die Digitalisierung bietet die Möglichkeit, zum Beispiel Homeoffice von zu Hause aus zu arbeiten, auch vom Land aus zu arbeiten, wenn denn die Verbindung dann da ist, sodass überhaupt kein Transfer zu einem Arbeitsplatz mehr notwendig ist. Das heißt, wir müssen eigentlich die verschiedenen Ebenen zueinander bringen, die heute technisch möglich sind. Es muss gar nicht jeder jeden Tag um 8 Uhr am Arbeitsplatz sein. Die Schule muss nicht zwingend um 8 Uhr beginnen. Wir haben in den USA festgestellt, dass didaktische Methoden mit individueller Gestaltung von Schülern zum Beispiel auch von zu Hause aus ohne weiteres möglich ist und viel effizienter ist als dieser Frontalunterricht. Es gibt also mit der Technik ganz andere Möglichkeiten, die auch das Verkehrswesen beeinflussen könnte. Wir brauchen dann gar nicht mehr so viel Büros. Also ich frage immer wieder Investoren, was die eigentlich für eine Fantasie haben, wer in diesen Büros arbeiten soll. Wenn wir mal E-Government haben, dann werden wir in den Innenstädten massenweise Büroräume haben, die nicht mehr verfügbar sind oder die frei verfügbar sind, weil sie nicht mehr benutzt werden, weil keine Aktenordner mehr abgestellt werden. Im Moment haben wir ja noch eine Situation, dass wir im Zeitalter der Digitalisierung
E-Mails ausdrucken, sie abheften und danach wieder einscannen. Das ist ein riesiges Beschäftigungsprogramm, was in dieser Republik läuft und was immer noch nicht behoben ist. Das ist eine spannende Zukunftsmusik, die Sie uns da deutlich machen. Aber die Realität, immer mehr Pendler, also in den letzten Jahren hat das Pendeln von außen nach innen in die Großstädte ja zugenommen. Also real ist das heute noch nicht. Real ist im Moment das Pendeln, das sehen wir hier gerade auch in der Hauptstadtregion, dass natürlich die Preise in der Stadt explodieren und die Leute immer weiter rausgedrängt werden entlang der Achsen des Nahverkehrs, aber der ist natürlich auch massiv überlastet. Das ist ein Riesenproblem, aber das ist vor allen Dingen deshalb ein Problem, weil wir immer noch zentralistisch arbeiten. Die Leute könnten ja auch ohne weiteres im Land Brandenburg arbeiten und Teile ihrer Arbeit verrichten. Technisch wäre das alles möglich. Und wir haben auch die Rechnerkapazitäten dafür, die Leitungskapazitäten, das ist alles kein Problem. Aber wir sind es gewohnt, dass man sich im Büro trifft und erstmal einen Kaffee trinkt und erstmal übers Wochenende spricht. Das ist eigentlich Sozialverhalten, was wir sozusagen mit Pendelverkehr einkaufen. Herr Knie, Sie haben mal eine Studie gemacht, wonach in Berlin statt 1,2 Millionen Autos, ich glaube 43.000, denselben Verkehr organisieren könnten. Nee, Sie waren es, glaube ich, ne? Ich habe die selber nicht gemacht, Okay. Ja, wie muss man sich das vorstellen? 43.000 statt 1,2 Millionen Autos in der Hauptstadt. Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Also wir sind erstmal bei 300.000 Autos gelandet, aber das wäre ja auch schon mal, wir haben tatsächlich in Berlin, in der Stadt, in der wir einen wunderbar ausgebauten Personennahverkehr haben, haben wir tatsächlich über 1,2 Millionen PKWs, Tendenz übrigens steigend. Und wir haben ausgerechnet, wenn man diese Autos nicht, wie wir es eben gesagt haben, mit so wenigen Menschen, sondern schlau, und zwar als Gemeingut, also als gescherte Autos nutzt, können wir ohne irgendeine Fahrmenge eingespart zu haben, das, was wir bisher wirklich mit diesen Autos gemacht haben, mit einer Flotte von nur 300.000 Autos machen. Ja. Das kann man auch noch reduzieren und Sie müssen sich vorstellen, wir haben nur noch ein Drittel der Autos hier rumstehen, was wir dort dann gewonnen hätten. Aber diese 300.000 wären dann nahezu rund um die Uhr unterwegs, wären wirklich Fahrzeuge und keine Stehzeuge mehr. Genau, ein Auto, was heute steht, ist kein Ausweis einer modernen Stadt. Ein Auto, was steht, ist dumm, dort wird eine Mobilitätsreserve vorgehalten, die wir nicht brauchen, das ist ja noch aus der Zeit, wo die Autos knapp waren, wo man wirklich sein Auto da hinstellen musste und da durfte auch kein anderer ran. Jetzt haben wir so viele Autos, dass es viel schlauer ist, diese Autos immer fahren zu lassen und sie nicht abzustellen. Also jedes Auto, was steht, ist kein schlaues Auto. Herr Knie, gibt es Unternehmer, die sich solche Maschinenlaufzeiten leisten, wie wir es mit unserem Auto tun? Also 90% stehen und vielleicht höchstens 10% fahren. Ich kenne keine solche Unternehmer. Nein, das ist wie gesagt, auch ökonomisch Wahnsinn. Ja, das ist auch aus einer Zeit, wir schleppen ja gerade im Verkehr noch viele unserer alten Zöpfe mit. Wir haben es eben gesehen, wir denken immer noch, das Auto morgen könnte das Auto ja weg sein. Ich hab's nicht mehr. Ne? Morgen könnte es weg sein. Oder wir haben das Problem bei den Elektroautos. Ich könnte ja, wenn ich wollte, jederzeit nach Italien fahren. Ne? Man fährt natürlich in der Regel eigentlich nicht mit dem Auto nach Italien, aber ich könnte es ja. Und dieser Gedanke, dieser archaische Gedanke aus der Autozeit, der ist noch so präsent, dass wir vergessen, ja, klar kann ich, dann miete ich mir eben das Auto, was das schafft. Ne? Oder ich miete mir eben was anderes. Die Verfügbarkeit ist ja da. Wir haben ja so viel und wir haben es eben schon gehört, was wir auch als Licht am Ende des Tunnels Zeichen sehen, dass für junge Menschen dieses tatsächlich jetzt anders wird. Denn die leben schon mit dieser Masse an Autos. Ne? Die können heute schon gar keine Automarken mehr. Ne? Wir sind ja alle mit Autoquartett aufgewachsen. Wir wussten ja Automarken, was der auf dem Tacho hatte, wie viel Kubik, wie viel Zylinder da, wann das nächste Modell, wann, wie, in welchen Farben kam. Das wussten wir alles. Das wissen die jungen Leute gar nicht mehr. Fragen Sie Ihre Kinder mal. Die kennen mal gerade noch Daimler und BMW, aber sonst auch nichts mehr. Und das ist, und das, was wir beobachten, ist, Auto ist eben wie eine Commodity. Das ist eine Ware ohne Marke. Das ist also wie Gas, Wasser, Strom. Autos. Das ist natürlich etwas, was die Autoindustrie gar nicht verknusen kann, weil sie ja sehr viel in Markenbilder investiert. Aber das wird es nicht mehr geben. Autos sind einfach da und jetzt ist es an der Zeit, sie schlauer zu nutzen. Das heißt, die Menge deutlich zu reduzieren und sie gemeinschaftlich nutzbar zu machen. Herr Steinmüller, wie sieht denn die Zukunft der Mobilität aus? Ich glaube, auch in Zukunft, wenn man realistisch ist, weiß man, eine moderne Industriegesellschaft will mobil sein und wird mobil wohl bleiben. Wie denn, wenn weniger Autos, wie dann mobil?
Also Mobilität wird es immer geben. Ich wende mich so ein bisschen gegen den Begriff der Industriegesellschaft, weil die ist vorbei. Die hat 1756 angefangen und endete eigentlich in 2000. Wir leben immer noch in dieser Industrialisierung. Das Stichwort Industrie 4.0 und so weiter geistert ja auch noch durch die Regierungsprogramme. Wir sind aber im Digitalzeitalter. Und wenn Sie sich mal anschauen, womit amerikanische Unternehmen und auch chinesische Unternehmen ihr Geld verdienen, dann ist das weniger Industrie als vielmehr Digitalisierung. Also deswegen erster Einwand, die Industrienation, die muss sich sowieso wandeln. Aber gleichbleibend, egal ob es eine Industrienation oder eine Digitalnation wird, die Bundesregierung will jetzt ja gerade KI-Weltmeister werden, künstliche Intelligenz. Ich meine, sie müsste langsam mal anfangen, wenn sie da noch was erreichen will. Aber Tatsache ist, wenn das so wäre, brauchen wir trotzdem eine Mobilität. Und jeder will sich natürlich frei bewegen. Und Sie haben es ja angesprochen, die Verfügbarkeit, das ist das Entscheidende. Das können Sie auch in einer Stadt wie Berlin schon sehen. Carsharing funktioniert innerhalb des Berliner Stadtautobahnringes. Wenn Sie in den Außenbezirken sitzen, haben Sie schon gar kein Carsharing-Angebot mehr. Und das muss sich eben ändern. Es müssen also die Angebote erstmal angepasst werden. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass speziell die Jugend, aber auch Ältere inzwischen sagen, ich will eigentlich Mobilität on demand, auf Fingerschnips. Also eigentlich wie eine Taxe. Ich rufe mir die Taxe. Da schreckt bloß jeder davor zurück, weil er eigentlich die Gesamtkosten seines Autos kaum im Bilde hat und sagt, der Taxifahrer ist ja so teuer. Wenn der wüsste, was er eigentlich für sein Auto bezahlt an Versicherung und Steuern und Unterhalt und Wertverlust, dann könnte er sich eigentlich jeden Tag einen Taxifahrer leisten und der könnte sogar noch einen doppelten Tarif haben. Ja, also das sind einfach Milchmädchenrechnungen, die Menschen, weil sie einfach die richtigen Vergleiche nicht ziehen haben. Aber Mobilität, das war Ihre Frage, wird es immer geben. Wir werden aber eine intelligente Mobilität haben. Wir werden einen Mix aus verschiedenen Verkehrsmitteln haben. Sie werden, wenn Sie von hier losgehen, werden Sie möglicherweise durch einen Car oder Ridesharing Unternehmen abgeholt, werden zum Bahnhof gebracht, werden dann gleich in den Zug geleitet, der dann sie bis nach Süddeutschland bringt und werden dort wieder abgeholt. Und das ist alles durchprogrammiert. Das heißt, sie müssen sich gar nicht mehr drum kümmern, sondern diese Plattformen machen ihnen das Leben einfach. Das, was wir im E-Commerce erleben bei Amazon, die uns das Einkaufen einfach machen und einfach auf den Kunden zugehen, das passiert auch im Mobilitätsbereich und das passiert in allen Lebensbereichen. Und das empfinden wir auch. Wir merken das ja, dass die Digitalisierung in unserem privaten Bereich schon ganz erheblichen Einzug genommen hat. Also ich meine, wenn Sie telefonieren, wenn Sie im Internet surfen, das mit dem Handy machen, das war vor 10 Jahren noch Revolution und vor 20 Jahren gar nicht denkbar und vor 30 Jahren noch gar nicht möglich. Ja? Das heißt, diese Beschleunigungseffekte, die müssen wir einfach auch in unseren Strukturen abbilden. Und es gibt mal ein schönes Beispiel, das Mooresche Gesetz. Das ist die Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Prozessoren. Und die ist immer, alle 2 Jahre verdoppelt sich die Leistung. Und da hat man schon mal gesagt, das ist eine exponentielle Kurve, die da entsteht. Fachleute sagen heute, dass gegen die künstliche Intelligenz das Mooresche Gesetz eine lahme Ente ist. Das heißt, das ist diese Entwicklungsgeschwindigkeit, mit der wir leben. Und alle Strukturen ändern sich unendlich schnell. Und wir leisten uns den Luxus, immer noch langsam zu sein. Und das betrifft die Mobilitätswende genauso wie alle anderen Wenden, wie die Energiewende, wobei ich da eine etwas andere Meinung habe, was das EEG angeht. Das fand ich ein bisschen unglücklich, die Konstruktion, auch mit der Folge, dass wir jetzt eigentlich mal einen Solarstandort haben, den wir inzwischen nicht mehr haben. Das hätte man sich ja besser machen können. Aber wir müssen diese Wenden, die sich automatisch ergeben, die Mobilitätswende hat keiner angeschoben. Die kommt sozusagen aus dieser digitalen Welt und wir müssen sie umsetzen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Steinmüller, die Zukunft der Mobilität ist digital, sie ist elektrisch und sie ist autonom. Sehe ich das richtig? Sie ist erstmal Mobility as a Service. Egal wie, ob das jetzt elektrisch oder motorisch betrieben ist, ist man noch gar nicht so schlimm. Wenn ich mal das Beispiel nehme, was Sie hier gerade hatten, Reduktion in Berlin, 1,3 Millionen Fahrzeuge zu 300.000.
und dann der nächste Schritt war ja autonomes Fahren zu 40.000, dann können diese 40.000 Fahrzeuge die dreckigsten Diesel sein, die wir haben. Das ist eigentlich nicht so dramatisch. Für die Umwelt würde massiv entlastet werden, ja? Wenn sie natürlich dann zusätzlich noch elektrisch wären oder andere Antriebe. Also ich würde es nicht so dogmatisch sehen. Die Antriebe sind mir eigentlich egal. Hauptsache, sie sind entsprechend umweltschonend. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die auch diskutiert werden. Also Brennstoffzelle ist ja auch noch mal eine Option, die man im Auge behalten kann. Beim Benziner müsste es aber das 1-Liter-Auto sein dann, ne? Wenn es ökologisch ist. Wenn man die Gesamtmasse jetzt sieht, wenn man jetzt die Gesamtmasse sieht von Umweltverschmutzung, wenn man es mal unter dem Umweltverschmutzung... 1 Liter Sprit bedeutet 10.000 Liter Luft sind verpestet. Wir sprechen jetzt ja nur über den Individualverkehr. Wir haben eigentlich eine ganz andere Option, die spielt sich im Güterverkehr ab. Und der ist ja auch ein erheblicher Emittent von sozusagen Schadstoffen. Ja. Und da tut sich eben auch im Moment was, weil sich nämlich das, was wir alle miterleben, der Same-Hour-Delivery-Service von Amazon durchsetzt. Das heißt, sie bestellen jetzt und kriegen innerhalb von einer Stunde die Ware geliefert, wo jeder sagt, das ist ja verrückt. Und wir sehen jetzt schon, die Paketdienste verstopfen die Städte. Und wir werden das nie schaffen innerhalb von einer Stunde. Werden sie auch nicht schaffen. Herr Knie, Sie juckt's, was wollen Sie sagen? Also ich glaube, wir sollten uns endlich mal von dem Verbrenner verabschieden. Also das ist nur eine deutsche Diskussion. Also wie sieht der Antrieb der Zukunft aus? Sollten wir eigentlich, wenn wir mal schon die Chance haben, mit so einem Format auch an die Menschen zu gehen, Verbrennerfahrzeuge werden demnächst aussterben. Es gibt sie nicht mehr. Die Welt ist völlig sich einig, die Zukunft kann nur elektrisch sein. Das wissen auch alle, außer die Deutschen. Die glauben immer noch, mit ihrem Dieselmotor die Welt zu retten. Das ist aber leider nicht mehr der Fall. Einige wollen es noch mit Diesel probieren. Ja, aber das wird auslaufen. Und China zeigt den Weg, Kalifornien zeigt den Weg. Auch die nordischen Staaten zeigen jetzt schon, allein in Norwegen ist jetzt der Anteil der elektrischen Fahrzeuge bei den Erstzulassungen schon fast 30%. Holland hat fast 10% schon und es geht jetzt so weiter. Deutschland unter 1. Nach wie vor nicht nachweisbar. Und das andere noch ergänzend, es ist vor allen Dingen vernetzt. Das, was wir gerade gehört haben, genau das ist es. Wir haben ja früher gedacht, wir krallen uns an ein Verkehrsmittel und das nehmen wir überall hin. Ne? Da fahren wir also, wir haben das mal die Rennreiselimousine genannt. Das ist auch aus der Zeit gefahren, sondern wir nehmen genau das Verkehrsmittel, was uns passt. Wenn wir was zu transportieren haben, wenn wir mit Kindern unterwegs sind, ist das ein anderes Verkehrsmittel, als wenn wir allein unterwegs sind. Oder wenn man mal was Intimes machen will, dann kann man wieder was anderes nehmen. Das heißt also, wir wollen ja eine Verkehrswende, die den Menschen mehr Möglichkeiten erlaubt, mehr gibt, nicht was wegnimmt, sondern die Optionen, die technischen Optionen, die digitalen Optionen, etwas zu der Zeit zu haben, was ich gerade jetzt brauche, das ist genau die Kunst und nicht an einem Auto kleben. Da müssen wir allerdings noch ein bisschen was tun und da kommt die Jugend kommt uns da viel mehr entgegen, als dass wir glauben, die überholt uns dann irgendwann und wir müssen es eben schaffen als deutscher Industriestandort, sage ich jetzt mal, zumindest als einer, der noch Industriewaren produziert, das auch zu verstehen. Und das, was wir aber jetzt nicht tun, und so merken wir zurzeit, dass jetzt auch in der Politik so langsam so wieder eine Regung passiert, oh, wenn wir dem deutschen Mann, Sie hatten eben schon genannt, den Dieselmotor wegnehmen, dann wählt er ja AfD. Oder wenn wir ihm die Braunkohle wegnehmen, dann wählt er ja AfD. Das kann keine Formel sein. Und das zeichnet sich schon im Moment wieder ab. Wir haben eben eine sehr starke Industrie, die natürlich an den Bestehenden hängt. Das ist auch eine Frage der politischen Entscheidung. Und noch ein wenig, wenn ich schon mal dran bin, zum Erneuerbaren Energiegesetz. Das Gute an diesem Gesetz war ja, dass keiner geglaubt hat, dass diese Wirkung so eintritt. Ja, als das 1999 durch die Gremien auch ging, hat keiner gedacht, oh, das pulverisiert ja ganze Branchen. Und wir brauchen so ein, wir nennen das Trojanergesetz, sowas brauchen wir natürlich noch für den Verkehr, wo man denkt, ach, da ändert sich ja nichts und dann ändert sich doch alles. Ja, ich kriege die erste Frage von Stefan Wiese, ich will die an Sie beiden stellen. Welche Rolle spielt Wasserstoff? Ist das sinnvoll in größeren Mobilitätssystemen oder auf dem Acker, bei den Schiffen und in der Luft? Herr Steinmüller. Ja, jetzt ich fange mal an, Herr Steinmüller, kommt dann auch sofort. Okay. Also das haben wir eben auch noch nicht gemacht. Die Energiewende kommt ja, also die Stromwende kommt ja auch nicht vorwärts. Da machen wir uns mal nichts vor. Die 40% ist der Peak. Wenn Sie die Bundesnetzagentur hören, sagen die, das ist schon viel zu viel, weil unser Stromsystem schafft ja nicht mehr zu verarbeiten. Und wenn Sie sich schauen,
Wir haben im letzten Jahr Strom verschenkt, weil wir es nicht in das Netz einspeisen konnten, was ungefähr 600.000 Fahrzeuge etwa 10.000 Jahreskilometer hätte fahren lassen können. Das heißt, wir erlauben uns den Luxus, regenerativ gewonnene Energie einfach wieder zu verpuffen zu lassen. Das heißt, wir müssen die wandeln und da hilft nun mal Wasserstoff, auch wenn die Energiebilanz dann schlecht ist, aber bevor wir nichts haben, nehmen wir Wasserstoff und das tun wir natürlich in Brennstoffzellenfahrzeuge verwenden. Das heißt, wir haben neben dem batterieelektrischen auch die Wasserstoffoption. Das muss parallel beides gehen und wenn wir das gut kombinieren, haben wir batterieelektrische Fahrzeuge für den mikromobilen Bereich und die Brennstoffzelle für den Kfz-Verkehr und auch für die Long-Distance-Fahrten, also für die längeren Fahrten. Und wir können dann endlich noch mehr Energie, die wir schon überall in den vor allen Dingen an den Küstenländern jetzt schon produzieren und verschenken, dann können wir nochmal aufrechterhalten. Das heißt, das ist eine Kombination. Gibt es eine deutsche Autofirma, die schon auf der Höhe dessen ist, was Sie eben beschrieben haben, sowohl Elektroauto produziert wie auch Wasserstoffautos? Also sie könnten es, natürlich hat alle drei Firmen hätten das Potenzial, aber sie haben alle drei zumindest die Wasserstoffoptionen erstmal hinten angestellt und das, was wir sehen, wo die Intelligenz in der automobilherstellenden Industrie eher geparkt ist, sind natürlich die japanischen Firmen, das ist Nissan, das ist Toyota, das ist Honda, die gesamte Spektrum auch des stationären Energieerzeugens in der Kombination mit Immobilie und Mobilie müssen ja auch zusammenkommen. Da haben wir in Deutschland bisher die Hersteller nicht, die das integriert denken, da sind das schon eher japanische Hersteller und auch die neuen chinesischen Hersteller, die das auch denken. Herr Steinmüller, ich habe folgende Erfahrung gemacht. Die Oberbürgermeisterin von Bruchsal hat vor kurzem zu einer Aktion eingeladen, 48 Elektroautos als Carsharing-Autos, die alle Bürger bestellen können. Ich komme dahin, ich soll da eine Festrede halten, komme dahin und da sehe ich 48 französische Elektroautos. Warum ist keine deutsche, und da hat die OB gesagt, eine deutsche Firma ist nicht in der Lage mehr 48 Elektroautos zu bauen. Das ist doch jämmerlich. Also ich bin ja Europäer. Und insofern bin ich ganz zufrieden, dass ein europäischer Hersteller das schafft, das mal als erstes. Aber ein Deutscher schafft das eben im Moment nicht, weil die andere Prioritäten gesetzt haben. Also die deutschen Autohersteller haben politisch den Rückhalt, dass sie das Elektromobilitätsthema in die Ferne schieben. Mit allen möglichen Argumenten. Also wir kriegen keine Batterien ran und so weiter. Bosch hat festgestellt, wir bauen keine Batteriefabrik, weil es nicht geht. Das machen die Chinesen das. Auf einmal überlegt Bosch wieder, das doch zu machen. Ja. Ich meine, wir sind ein Land, wo wir mal Warta und Sonnenschein Batterieproduzenten großen Stiles hatten, was wir alles verspielt haben. Das heißt also, auf Ihre Frage, derzeit schafft es keiner und ich habe gerade in der Zeitung gelesen, dass VW-Vorstand entschieden hat, dass die Führungskräfte alle Elektromobile fahren sollen. Ich frage mich nur, welche. Eigentlich muss jetzt der VW-Vorstand Tesla bestellen. Ja, eine andere Geschichte, die ich am letzten Wochenende erfahren habe. Ein Stadtwerksdirektor wollte Elektrobusse bestellen. Ich glaube 3 oder 4. Keine deutsche Autofirma ist in der Lage, ihm Elektrobusse zu liefern. Ich war vor 20 Jahren zum ersten Mal in Shenzhen in China, da war das noch ein relativ kleines Dorf, Südchina, vielleicht 20.000 Einwohner. Heute 13 Millionen Menschen, da fahren 16.500 Elektrobusse, dort geht das. Warum nicht in Deutschland? Ja, das ist eine Frage, die Ihnen wirklich keiner beantworten kann, zumal das Problem ja schon länger bekannt ist. Wir haben die nationale Plattform Elektromobilität 2009 gestartet und 2010, 2011 war völlig klar, dass Kommunen auch Elektrobusse brauchen. Und die deutschen Hersteller haben gesagt, ja, das machen wir vielleicht aber auch nicht. Und haben gezögert, verzögert, rausgezögert, gewartet, nein, das ist noch nicht reif, die Technik ist noch nicht da, während Hersteller aus Polen, Hersteller aus China das längst getan haben. Und jetzt, als uns jetzt die Luft endlich so dick wird, dass wir tatsächlich jetzt das Klagerecht haben, gegen die Verschmutzung der Luft jetzt wirklich unsere Rechte einzuklagen und das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gesagt hat, dass die gesundheitliche Integrität der Menschen ein höheres Gut ist als die Freiheit eines Dieselfahrers. Jetzt wird klar, oh Gott, wir haben irgendwie was verpasst. Wir müssten ja jetzt kommen die Kommunen und sagen, jetzt würde ich gerne Elektrobusse haben. Und sie finden nach wie vor keinen deutschen Hersteller. Vielleicht werden wir in Berlin nächstes Jahr einsehen oder vielleicht aber auch erst übernächstes Jahr. Wie sie überhaupt, wenn sie das mal machen, ich mache das mit meinen Studierenden immer und frage immer, geht mal in Autohäuser und kauft mal oder versucht mal ein Elektroauto zu mieten. Sie kriegen im Moment gar keine deutschen. Ne? Sie haben alles Lade- und sie haben Lieferzeiten, die sind 1, 2, 3 Jahre. Also wenn man ein Schauspiel bräuchte, wie man etwas nicht machen will und nur inszeniert etwas tut, was man eigentlich nicht machen will, dann ist es im Moment
die deutsche Industrie und das Elektroauto. Und damit wird die deutsche Autoindustrie, das muss man jetzt auch bitterlich sagen, da muss man auch die Betriebsräte ganz anders in die Pflicht nehmen, ein ganz großes Problem haben. Stellen Sie sich vor, jetzt ist wieder Wirtschaftsprüfungszeit, der Wirtschaftsprüfer kommt und die deutschen Hersteller sagen, hier unsere Motorenwerke, wunderbar, sind teuer, 800, 900 Millionen in der Bilanz. Und der sagt, in China gibt es bald die Quote und das ist 50% eures Marktes. Oder in Kalifornien wird demnächst auch wieder die Quote eingeführt. Das sind doch eure Hauptmärkte. Da muss ich leider dieses Motorenwerk auf 1 Euro abschreiben. So ist es den Energieversorgern gegangen. Ne, weil sie nicht schlau genug und schnell genug gedacht haben, auch der Wandel kommt vielleicht irgendwann. Das heißt also, wir haben hier wirklich industriepolitisch höchste Alarmstufe. Und das ist nur für uns Deutsche ja ein wichtiger Wirtschaftszweig. Das heißt, wir müssen alle daran tun, dass die deutschen Hersteller endlich mal verstehen, dass sie jetzt in die nächste Generation investieren müssen, weil sonst machen es andere. Herr Steinmüller, nochmal zu den 120 Millionen Verkehrstoten pro Jahr seit 45 durch Autos. Ein Fachmann für autonomes Fahren hat mir mal erklärt, wir werden durch autonomes Fahren die Zahl der Verkehrstoten mindestens um 90% reduzieren können, weil der größte Unsicherheitsfaktor ist nun mal der Mensch, der ist abgelenkt, der will telefonieren, der ist vielleicht betrunken, der ist müde und so etwas. Können Sie das nachvollziehen? Weit mehr Sicherheit durch autonomes Fahren? Absolut. Also wir gehen davon aus, dass das autonome Fahren die Unfallzahlen drastisch reduziert. Es wird immer noch Unfälle geben, die sich aus der Thematik eben... Hören wir auch jetzt schon bei den Versuchen. Ja. Genau. Aber es wird ein Bruchteil dessen sein, was wir im Moment erleben. Diese Verkehrstoten werden ja auch totgeschwiegen. Also es wird zwar politisch im Moment jeder Mordfall deklariert, der durch irgendeinen Ausländer erfolgt. Aber die Verkehrstoten, da wäre die Zeitung voll. Also wir könnten jeden Tag eine ganze Zeitung damit pflastern an Verkehrstoten. Und zwar auch an Verkehrstoten, die völlig überflüssig sind. Weil nämlich Menschen zum Beispiel alkoholisiert im Verkehr sich bewegen. Jeder macht das illegal. Wir brauchen bloß hier durch die Straße zu gehen. Alle, die heute Abend hier in ein Auto steigen, können Sie eigentlich davon ausgehen, haben keine 0,0 Promille. Aber genau dieses Thema wird toleriert, das wird akzeptiert. Da gibt es auch nur mäßige Kontrollen. Und es gibt eben die Unaufmerksamkeitsthemen, die Sie angesprochen haben. Es gibt die Abbiegefehler mit den Fahrrädern und. Diese ganzen Kollateralschäden, die werden industriepolitisch in Kauf genommen. Also insofern, ja, das kann ich völlig teilen, das wird drastisch zurückgehen. Sehen Sie das auch so, Herr Knie? Ja, wir machen ja am Berliner EUREV Campus machen wir ja erste Versuche mit teilautonomen Fahrzeugen, also vollautonome Fahrzeuge gibt es ja noch gar nicht. Und was wir merken, dass diese Fahrzeuge eine wesentlich höhere Sensitivität haben. Also die können tatsächlich um die Ecke gucken und haben tatsächlich eine unglaubliche Möglichkeit, tatsächlich Gefahren zu umgehen oder Gefahren erst gar nicht aufkommen zu lassen. Das heißt, wir glauben auch, dass mit je mehr automatisierter Technik, das letzte Teil des archaischen Tuns, nämlich das, was Männer gerne wollen, nämlich knüppeln und schalten und selber fahren, das wird es auch in wenigen Jahren überhaupt nicht mehr geben. Das werden noch einzelne Nürburgring oder Hockenheimring, das wird noch das Refugium für solche Männer, das Frauen sind da nicht so anfällig, geben, die fahren dann noch selber und wollen dann noch los. Ja, und genau. Aber das interessiert Menschen zukünftig überhaupt nicht mehr. Eine Frau Bigi Alt, ich kenne sie, aus Baden-Baden will wissen, welche Rolle spielen in der Zukunft die E-Bikes? Sie hat gerade eins gekauft, deshalb fragt sie so. Ja, ich kann ja mal anfangen. Also die E-Bikes, wir haben prognostiziert und das haben wir auch jetzt bestätigt gesehen, dass wir davon ausgehen, dass, also es gibt ja also elektrische oder pedalelektrische Unterstützung, die sogenannten Pedelecs, das sind ja diese Bikes, die bis 24,6 sehen und dann werden die abgeregelt. Wir gehen davon aus, dass mindestens die Hälfte aller neuen in den Verkehr kommenden Fahrräder deutsche E-Bikes sind, die dann höhere Motorisierung haben, die also mit Versicherungsschutz und mit Helm zu fahren sind. Davon gehen wir aus, dass das nicht so viele sind, weil die verkehrspolitisch auch noch nicht richtig eingepflegt sind. Die sind für diese Geschwindigkeit, die sie produzieren, sind die noch nicht sicher genug. Aber diese Fahrräder mit eingebauten Rückenwind, von denen es ja jetzt schon 5-6 Millionen in Deutschland allein gibt, die werden ein ganz normaler Bestandteil des Fahrrads werden und die werden, wie gesagt, mindestens die Hälfte des Marktes darstellen. Und das ist ja auch schon ein Beleg, wie eben die Elektromobilität so ganz klammheimlich und auch in den Alltag Einzug hält. Also ich habe in Baden-Baden auch ein E-Bike, im Schwarzwald geht es ja rauf und runter. Ich kann Ihnen sagen, das Schönste am E-Bike ist Töchter überholen.
Weil die doch die klassischen Fahrräder fahren, ohne elektrische Unterstützung. Aber das ist besonders schön für den Papa. E-Bikes. Vielleicht mal eine Anmerkung zum Thema E-Bike und die steuerliche Behandlung bei der ganzen Thematik. Dem Fiskus ist nichts schneller eingefallen, als die E-Bikes aufkamen, bei Firmen dafür zu bestrafen, dass wenn sie ihren Mitarbeitern E-Bikes zur Verfügung stellen. Das heißt, die wurden sofort zur Besteuerung herangezogen. Und es wurde genauso wie bei Autos 1% des Anschaffungspreises steuerlich relevant ermittelt. Jetzt hat man einen Schritt getan und hat für die Elektromobilität diesen Wert halbiert. Für die E-Bikes hat man das nicht getan. Also bemerkenswert, dass da irgendwo eine Nische ist, die man noch weiterhin fiskalisch zur Kasse bittet. Das ist das eine. Bei den E-Bikes sehe ich noch eine andere Entwicklung. Die stehen natürlich in Konkurrenz zu E-Scootern, die aus China auf den Markt gedrückt werden, zu Preisen, die teilweise niedriger sind als ein E-Bike und eigentlich einen höheren Komfort bringen. Das heißt, es ist noch nicht ausgemacht, ob das E-Bike tatsächlich sich durchsetzt, weil wenn ich für 2.500 Euro ein E-Bike kaufe oder für 900 Euro ein Elektroscooter aus China, ist möglicherweise der Elektroscooter die erste Wahl. Und mit dem habe ich möglicherweise noch eine etwas größere Reichweite und brauche mich gar nicht zu bewegen. Also das weiß ich noch nicht genau, wie das ausgeht. Das ist aber auch wieder ein Thema, was mit Außenhandel zu tun hat. Wie lassen wir es zu? Wir haben es jetzt ja gerade erlebt, wie massenweise Fahrräder hier in den Markt gedrückt wurden von Herstellern, die einfach erstmal nur Datenkraken auf den Markt bringen wollten. Und aus so China weitgehend. Aus China, ganz genau. Wie lassen wir das zu und wie ist da die Regulatorik vorzusehen? Da muss ich auch gleich mal, der Scooter wird das erste Verkehrsinstrument sein, was tatsächlich, wenn es elektrisch kommt, sofort im Sharing-Modus ist. Also man wird gar keinen elektrischen Scooter mehr kaufen. Das wird das erste Verkehrsmittel sein, was von Anfang an als geteilte Ware unterwegs ist. Wir haben hier in Berlin diesen Sommer einen Scooter-Boom erlebt. Pro Roller waren die Ausleihen über 10-mal am Tag. Das heißt also, man hat zum ersten Mal erkannt, dass tatsächlich das Nutzen statt Besitzen, ja eine alte Formel, tatsächlich aufgeht. Und die Scooter, die elektrischen Scooter sind es, die das zum ersten Mal zeigen. Aber auch nochmal natürlich sind diese Fahrräder gekommen in großer Zahl und sie waren auch präsent. Aber anstatt sich über diese Fahrräder aufzuregen, hätte man ja mal das Autoparken thematisieren können. Aber was machen die Kommunen? Tun jetzt eine Sondernutzungsgebühr für öffentlich abgestellte Fahrräder einfordern und einführen. Ganz Berlin, wir haben in Berlin, in der schönen Bundeshauptstadt Berlin, gerade mal 8% der Fläche, die Parkraum bewirtschaftet ist. Das heißt, ich kann, wenn ich ein Auto hätte, es vor meine Tür stellen und ich müsste nichts dafür bezahlen und ich wohne hier mitten in Berlin. Aber wenn ich jetzt ein Fahrradverleiher bin, muss ich eine Sondernutzungsgebühr zahlen, wenn ich meine öffentlich zugänglichen Fahrräder auf die Straße stellen. Da sieht man, wie unsinnig diese Debatte noch läuft. Ja, wir müssen da mal umdenken. Es darf nicht mehr sein, dass wir ein Eigentum an einem Verkehrsmittel haben. Wenn wir in das digitale Zeitalter wollen, dann heißt es, ich gehe morgens raus, ich nehme, was kommt und gehe abends wieder nach Hause und habe alles genutzt, ohne dass ich es eigentumsrechtlich besetzt haben muss. Wofür muss ich noch was besitzen? Ne, damit ich es vorzeigen will? Nein, das wird es nicht mehr geben. Und deshalb müssen wir neu denken und wir können uns nicht erlauben, jetzt darüber nachzudenken, dass wir Fahrer, die öffentlich zugänglich sind, jetzt auch noch mit einer zusätzlichen Gebühr belasten, aber jedes geparkte Auto hier umsonst parken lassen. So, nächste Frage. Nächste Frage von Zuschauern. Herr oder Frau Grisulu, schwierig zu lesen, will wissen, was helfen E-Autos gegen verstopfte Städte? Ja, erstmal natürlich nicht. Ne? Also ob ich jetzt nun im E-Auto sitze im Stau oder mit dem Diesel im Stau stehe, sondern ich glaube auch, da sind sich Wissenschaftler und Fachleute der Energiewende und Verkehrswende völlig einig. Das heißt, neben dem veränderten Antrieb, den wir auch dringend brauchen, müssen wir natürlich auch eine andere Nutzungskultur haben. Das heißt, es müssen von diesen 47 Millionen, die Zahl sollten wir auch mal nennen, wir haben 47 Millionen PKWs in Deutschland. Das heißt, wir haben so viele PKWs, dass die gesamte Bevölkerung ausschließlich in diesen Autos Platz nehmen kann, ohne auf die Rücksitze zu müssen. Ja, das heißt, wir können alle vorne sitzen. Das ist eine gigantische Zahl und das kann es nicht sein. Das heißt, wir müssen diese Mengen an Fahrzeugen reduzieren und dann auch sozusagen elektrifizieren. Das heißt, der elektrische Antrieb allein reicht für die Verkehrswende nicht aus.
Vielleicht noch eine etwas spaßige Interpretation dieser Frage oder der Antwort darauf. 47 Millionen Fahrzeuge sind ja meistens nicht elektromotorisch. Das heißt, wenn man jetzt zur Pflicht machen würde Elektromotorik, dann gäbe es keinen Stau mehr, weil es gibt keine Fahrzeuge mehr, die fahren würden. Also die paar Elektroautos, die würden völlig staufrei durch die Republik fahren. Also der Umtausch von 47 Millionen Benziner und Diesel gegen 47 Millionen Elektroautos kann nicht die Lösung sein. Das Stauproblem wäre dasselbe. Richtig, aber wir erleben ja eben gerade mit der Elektromobilität und der Digitalisierung eine Kombination und daraus ergibt sich eigentlich der Effekt. Und der Stau ist eben auch eine Thematik, die sich im Digitalzeitalter lösen lassen kann. Ja, ich meine, wir fahren ja im Moment auf das Stauende zu und stellen fest, es ist Stau. Man hätte uns das ja auch mal sagen können. Wir sind natürlich über den Verkehrsfunk informiert. Ja. Da könnte eventuell Stau sein, stellen aber häufig fest, dass die Informationen veraltet sind. Wir haben also mit neuen Informationen auch viel mehr Möglichkeiten, den Verkehr zu steuern. Herr Steinmüller, eine frühere Bundesregierung, auch eine große Koalition, hatte mal das Ziel sich gesetzt, bis 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen. Wird glatt verfehlt. Warum? Ja, weil die Förderinstrumente die falschen sind, weil letztendlich auch die technischen Möglichkeiten nicht gegeben sind und weil ich vermute, dass der VDA, der Verband der Automobilindustrie, der Bundeskanzlerin ins Ohr geflüstert hat, dass wenn sie das durchsetzt, sie ein Riesenproblem hat, weil nämlich die Automobilindustrie ein Problem kriegt. Und damit die Steuereinnahmen zurückgehen und damit der Wohlstand des Landes zurückgeht. So wird das vermutlich gewesen sein. Ja, es geht noch weiter. Die EU-Kommission hat ja versucht, eine Quote einzuführen von elektrischen Autos und hat auch versucht, die Schadstoffgrenzwerte noch deutlicher zu reduzieren, auch den Verkehr, den CO2-Emissionshandel einzuführen. Und alle drei Dinge war sich die Kommission einig, auch Europa war sich einig, nur ein einziges Land war dagegen und das war Deutschland. Und es geht in Deutschland, wir glauben ja immer, wir wären die Guten in Europa. Aber was wir an Umweltstandards entweder nicht überführt haben in deutsches Recht oder was wir im Vorfeld schon abgekatzelt haben, das ist unglaublich. Und in der Autoindustrie wird alles, was der deutschen Autoindustrie eventuell schaden könnte, im Vorfeld schon nicht realisiert. Und das erzeugt genau den Gegenteil, das haben wir schon mit der Steinkohle, mit der Braunkohle. Wenn wir glauben, unsere Industrie würde überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig sein, das muss man ja glauben, dann wird sie in Watte gepackt. Und wenn sie in Watte gepackt wird, dann ist sie tatsächlich dann nicht mehr wettbewerbsfähig und dann muss sie kann nur noch durch Subventionen leben. Ne? Also die Autoindustrie ist der neue Steinkohlebergbau. Und das haben wir schon mal erlebt, wie schlimm das wird, ne? Und das müssen wir ändern. Also das muss den Leuten mal klar sein, dass wir etwas tun, was genau das umgekehrt erzeugt, was wir wollen. Sie haben mal geschrieben, Herr Knie, das Auto sei ein Stahl gewordener Ausdruck von Gesellschaftspolitik. Was meinen Sie konkret damit? Ja, das, was wir eben schon mal besprochen haben, dass wir ja lange, auch schon in den 20er, 30er Jahren in der Politik diesen Traum vom guten Leben so entwickelt haben, dass wir gesagt haben, das ist ein eigenes Haus, das ist die Familie, das ist der Garten und das ist das eigene Auto. Das wollen wir fördern. Und wir haben viel dafür getan. Wir haben Straßen gebaut, obwohl wir noch gar keine Autos hatten. Wir haben immer wieder Steuergesetze erlassen, die Straßenverkehrsordnung so zugerichtet, damit wir möglichst viel Autos fahren und sie gut abstellen können. Wir haben eine Reichsgaragenordnung entwickelt, dass wenn gebaut wird, auf jeden Fall an jeder Ecke muss Stellplätze herbei geschafft werden. Und nochmal, um das Stichwort Verkehrstote zu machen, wir haben es sogar geschafft, 1953 für 4 Jahre sämtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen in Westdeutschland einfach mal abzuschaffen. Ne, freie Fahrt für freie Bürger, kein Slogan des ADAC, sondern westdeutsche bundesrepublikanische Realität. Und da haben wir allein 70.000 Tote in 4 Jahren produziert. Das war dann auch selbst der deutschen Regierung zu viel und man hat dann die Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts eingeführt. Das heißt also, wir haben alles getan, damit wir möglichst viele Autos haben, denn zwischendurch hat ja die OECD es geschafft zu sagen, wie kann ich denn Wohlstand messen von
Volkswirtschaft und hat die Zahl der zugelassenen Autos erfunden. Das heißt, wir mussten dann irgendwie sehen, dass wir noch mehr Autos hatten. Denn wir hatten ja in Deutschland gar nicht Autos. Die Italiener, die Franzosen, die Amerikaner hatten viel mehr Autos. Deutschland war Zweiradland. Ne? NSU war bis 1957 Weltmarktführer bei Zweirädern. Man fuhr Bahn, aber man hatte nicht so viele Autos. Und das haben wir in Deutschland dann mit, wie wir das ja immer machen, mit einer systematischen Rigidität so geschafft, dass wir jetzt so viele Autos haben, dass wir jetzt drüber nachdenken, wie werden wir die denn wieder los? Hm. Und das geht nur wieder über eine neue Regulierung. Unser Zuschauer Stefan, meine Damen und Herren, fragt, wie bekommen wir die Leute in die E-Mobile? Und gibt selber die Antwort, durch höhere Besteuerung der Brennstoffe. Stimmen Sie dem zu, Herr Steinmüller? Ich glaube, die Besteuerung der Brennstoffe ist da vielleicht eine Komponente, aber nicht die wesentliche Komponente. Ich glaube, wir müssen die gesamte Philosophie ändern und das gesamte Verkehrswesen neu aufstellen. Würde es anders bei 2 Euro, 3 Euro pro Liter Sprit? Glaube ich nicht. Also wenn ich so sehe, die Reagibilität des Autofahrens bei schwankenden Benzinpreisen, kann man, glaube ich, feststellen, das kratzt die Leute nicht wirklich. Das hat keine Auswirkungen. Das hat möglicherweise im gewerblichen Verkehr Auswirkungen, aber nicht im privaten Verkehr. Mhm. Ich glaube, dass es einfach irgendwann mal geächtet sein muss, dass man mit dem Verbrenner durch die Gegend fährt. Also dass man einfach angefeindet wird. Das würde im Zweifelsfalle helfen, indem ich sage, Sie fahren mit einem Auto, was hier noch die Umwelt verlustet, und dann fangen Sie ganz schnell an, das umzustellen und sagen mir das nächste Mal, ich habe mir übrigens ein Elektroauto gekauft. Weg also, vom Pyromanentum. Ja, aber ich glaube, wir kommen dahin, wir haben es ja gerade besprochen, das Thema Eigentum ist, glaube ich, ein ganz großes Thema und wir diskutieren ja hier die Mobilität. Wir haben das gleiche Problem, aber eigentlich auch in der Immobilität, nämlich bei dem Haus. Jedem Deutschen wird erklärt, er muss sich ein Haus kaufen. Jeder weiß, dass er eigentlich einen unterschiedlichen Platzbedarf in der Jugend, in der Familie und im Alter hat. Und wir haben das Problem, dass die Leute für ihre Familie ihr Häuschen bauen und danach als Rentner darin Eigenheim. Vereinsamen, weil sie eigentlich ein Riesenobjekt haben, was sie gar nicht unter Dampf halten können. Und es wäre viel besser, wenn sie in einer völlig anderen Struktur leben. Das heißt also, auch dort haben wir diese Fixierung auf dieses Eigentum, was aber dann eigentlich ein Klotz am Bein ist. Und das merkt inzwischen die Jugend. Die Jugend kauft auch wesentlich weniger Häuser. Das heißt, die sagen, ich brauche eigentlich eine Wohneinheit für meine derzeitige Lebenssituation. Im Moment bin ich Student, dann bin ich möglicherweise Familienmitglied und habe Kinder. Und im Zweifelsfall habe ich dann auch mal ein Altersthema, wo ich sage, ich brauche viel weniger Raum. Und das sind alles diese Themen, die sind in dieser Industriewelt fixiert. Die Industriewelt besteht darin, dass ich was produziere, ihnen das verkaufe und dass es dann irgendwann diese sogenannte geplante Obsoleszenz hat, dass es also kaputt geht und sie dann was Neues brauchen. Und das hält eigentlich meine Industrie am Laufen. Mhm. Und das ist genau das, wovon wir im Digitalzeitalter wegkommen. Wir haben im Digitalzeitalter ganz andere Möglichkeiten. Maschinen, Präzision, auf die wir uns als Deutsche was zugute halten, die ist gar nicht mehr notwendig, weil ich sie mit elektronischen Steuerung kompensieren kann. Mhm. Also ein schönes Beispiel ist immer der Kaffeeautomat, der also in Schweizer Produktion in Präzision gebaut wird, damit er also 100.000 Brühvorgänge ganz präzise durchhält. Es gibt chinesische Automaten, die haben gar nicht diese Präzision, aber die haben eine Steuerung. Wenn bestimmte Komponenten ausgetauscht werden müssen, melden die sich. Der Kaffeeautomat ist um die Hälfte billiger, aber er hat eine andere Philosophie dahinter. Und das sind ganz viele Themen, die wir einfach verinnerlichen müssen. Wir müssen weg aus diesem Industriezeitalter, wir müssen in das Digitalzeitalter rüberkommen. Herr Knie, vielleicht Ihre Antwort an Stefan. Würde ja. Die Leute durch 3 Euro pro Liter Sprit Nein, das würde ich auch bestätigen. Das E-Mobil haben wir auch, bringen. Das haben wir natürlich auch geforscht und beforscht. Das nützt nichts. Was wir brauchen, ist natürlich ganz andere attraktive Preise insgesamt für das gesamte Mobilitätsverhalten, was elektrische Mobilität belohnt und Verbrennertechnologie bestraft. Das muss man einfach mal so sehen. Wir hatten in der nationalen Plattform Elektromobilität zum Beispiel gesagt, dass die Beschaffung von Fahrzeugen im gewerblichen Bereich dann gefördert werden kann, wenn dann die Hälfte der wenn die Fahrzeuge dann zur Hälfte abgeschrieben werden können. Dann entsteht nämlich auch ein Zweitmarkt für elektrische Fahrzeuge, aber auch das wollte die Bundesregierung nicht. Das ist aber das eine. Und das andere, was ich noch ergänzen wollte, ist, wir müssen tatsächlich mit der moralischen Keule noch stärker arbeiten. Und man könnte ja analog den Zigaretten, könnte man jedem Fahrzeug, was über 2 Tonnen schwer ist und über 140 Gramm ausstößt, ja ein großes, dickes Schild, ich bin ein Gefährder,
aufmalen lassen. So dass den Leuten klar ist, wenn sie hier fahren, okkupieren sie Raum und sie sind ein Gefährder, denn mit so fast 2 Tonnen ist man natürlich ein unglaubliches Gefahrpotenzial für alle, die nicht so einen Panzer um sich herum haben. Und das muss auch den Leuten, und das darüber haben wir heute Abend noch gar nicht gesprochen, denn wir sind ja nicht wirklich mit der Pistole auf der Brust gezwungen, diese großen und immer größeren Autos zu kaufen. Denn ein Teil der Lösung liegt natürlich auch bei uns selber, an unserem Verhalten, wie wir es tun, wie wir Vorbild sind als Familienvater, als Familie, als Hochschullehrende. Wir müssen da auch zeigen, es geht auch anders und es geht nicht nur anders, weil wir Verzicht üben, sondern es macht auch Spaß, anders zu sein, weil ich habe eben mehr Optionen. Wir haben es eben gerade gehört, entsprechend den Möglichkeiten, die ich gerade in meiner Lebensplanung habe. Das heißt, wir müssen auch selber mitmachen, aber wir müssen auch den Menschen, die immer nach wie vor mit diesen dicken, schweren Kisten rumfahren, denen muss das auch klar gemacht werden und das muss dann nach außen sichtbar gemacht werden. Ich höre in meinem Bekanntenkreis immer mehr die Frage, ob man eigentlich auch aus moralischen Gründen von diesen kriminellen deutschen Autobauern, siehe Dieselskandal, noch Autos kaufen darf. Ich meine, die Juristerei ist ja weiter als die Politik. Der Herr Stadler, Herr Stadler von Audi sitzt bereits im Gefängnis. Der Herr Winterkorn von Volkswagen darf schon nicht mehr nach Amerika, denn dort kommt er ins Gefängnis. Und der Herr Zetsche mit den neuesten Offenbarungen, dass auch Daimler voll drin hängt im Dieselskandal, also in der Kriminalität, steht auch schon wahrscheinlich mit einem Bein im Gefängnis. Was ist das für ein, was sind das für Vorbilder? Ich denke, immer mehr Menschen denken darüber nach, ob man von solchen Kriminellen heute überhaupt noch Produkte kaufen darf. Ja, gibt's dazu Untersuchungen? Ja, da gibt es keine wirklichen Untersuchungen, sondern man sieht es ja, wir kaufen ja noch Autos. Es werden ja noch Autos gekauft. Da fragt man sich, jedes andere Produkt, was schadhaft ist, ne? Unsere Autos waren bisher immer schadhaft und wir wissen es, sie haben viel mehr Benzin geschluckt, als angegeben ist, sie haben jetzt viel mehr emittiert, als tatsächlich angegeben ist und wir haben sie dennoch gekauft. Wir geben sie nicht zurück. Ja, es gibt keinen Verbraucherboykott, es hat bisher noch nichts stattgefunden, da muss es noch nachziehen. Aber auch da nochmal zu sagen, das war auch ein Merkmal der Industriepolitik in Deutschland, dass diese Autohersteller ja diese Ausnahmen bis vor 2 Jahren zugebilligt bekamen. Es war ja das sogenannte Thermofenster, das heißt, wenn dem Motor irgendwas passiert, also dem Motor, nicht dem Menschen, dem Motor, wenn dem Motor irgendwas passiert, dann darf die Abgasreinigungsanlage ausgeschaltet werden. Und es hat keiner festgehalten, wann denn das ist. Das kann bei -2, aber das kann auch bei +10 sein. Und seit 2 Jahren ist dieses Thermofenster aber geschlossen. Was die deutsche Autoindustrie, und das ist das Beschämende, aber dennoch gemacht hat, sie hat sie weiterhin manipuliert. Systematisch weiter manipuliert. Sie kriegen im Moment keinen Porsche, der diese neuen Fahrzyklen, die wir jetzt seit 1. September haben, tatsächlich durchlaufen kann. Weil alle gedacht haben, wir tricksen und betrügen immer weiter und man hat jetzt plötzlich erkannt, oh Gott, die gucken jetzt ja rein, was ich denn da einbaue. Zum ersten Mal wird vom KBA, vom Kraftfahrtbundesamt tatsächlich geschaut, ob der nicht manipulierte Software nutzt. Denn das darf er jetzt nicht mehr. Und plötzlich können die deutschen Autohersteller keine Fahrzeuge mehr liefern. Hat man sowas schon mal gesehen? Also es wird noch mal viel systematischer aufzuarbeiten sein, was wir dort für eine betrügerische Bande am Werk haben und dass das nicht moralisch stärker kritisiert wird, dass wir überhaupt keinen Aufstand auch der Verbraucher haben, auch der Verbraucherschutzverbände, das ist immer noch ein Rätsel, was uns tatsächlich auch noch nicht ganz klar ist, was wir uns noch alles bieten lassen wollen von dieser Autoindustrie. Herr Steinmüller, wie sehen Sie dieses moralische Problem? Naja, ich sehe das so, dass wir dort tatsächlich klare Regeln haben müssen, die für alle gelten. Herr Müller beispielsweise, ehemaliger Vorstand von VW, hat gesagt, das ist ungefähr 1,5 Jahre her, dass wenn in Europa die Kunden die gleichen Ansprüche hätten wie die amerikanischen, wie es ja auch in Amerika den Kunden erstattet wurde, dann könnte er seinen Laden zumachen. Das ist für mich eine ganz klare Aussage, die normalerweise für einen kleinen Unternehmer hergenommen wird, um ihn der Insolvenzverschleppung strafrechtlich zu verfolgen. Das passiert aber nicht, sondern hier passiert genau das Gegenteil.
die ganze Bundesregierung ist aufgescheucht und sagt, oh Gott, was passiert denn, wenn VW pleite ist? Das wäre tatsächlich die Konsequenz. Also aus dem, was wir hier erleben, diese Summen, die da zum Spiel stehen, können diese Unternehmen nicht erwirtschaften. Und auch die Strafzahlungen, die sie derzeit schon gezahlt haben, die können sie nicht für Forschung und Entwicklung nochmal ausgeben. Die haben sie faktisch nicht mehr. Das heißt also, wir werden sowieso nachgelagert eine deutliche Schwächung der Industrie haben, weil sie einfach Forschungsgelder nicht zur Verfügung haben, sondern die mussten sie abführen. Und ich meine, dass dort entsprechend Recht für alle genauso gelten muss. Also für mich ist es unverständlich, dass diese Fahrzeuge, die diese Normen nicht erfüllen, nicht zurückgezogen werden. Man könnte, das Verkehrsministerium könnte mit einem Knopfdruck sämtliche Betriebserlaubnissen erlöschen lassen. Und dann würde jeder von uns im Zweifelsfalle davon betroffen sein. Und dann würden wir schon diesen politischen Druck machen. Also das würde eigentlich relativ einfach sein. Wird aber nicht gemacht. Starke politische Defizite werden hier deutlich, klar, Zustimmung. Es kommt eine Frage, die natürlich kommen muss, nahezu bei jeder Sendung zu diesem Thema. Welche Autos fahren die, die hier diskutieren? Ich will mal für mich antworten, ich fahre seit 10 Jahren kein Auto, ich fahre elektrisch mit der Bahn, auch aus Sicherheitsgründen, nicht nur aus ökologischen Gründen, aus denen auch, aber auch aus Sicherheitsgründen. Ich bin in der Bahn um den Faktor 100 sicherer. Wenn ich morgen früh von Berlin nach Baden-Baden fahre oder heute früh von Baden-Baden nach Berlin gefahren bin, das muss man sich mal klar machen, um den Faktor 100 sicherer bei diesen vielen Toten auf den Straßen. Die Frage weiter an Sie, welches Auto? Ich habe 1992 meinen Daimler abgeschafft und habe seitdem kein eigenes Auto mehr. Okay, Herr Steinmüller. Ich fahre Smart in der Stadt und E-Bike in der Stadt. Ja. Es gibt eine Frage von einem Zuschauer hier im Studio. Ja, bitte. Wer stellt? Ja. Kommt, nennen Sie dieses Mikro. Ja. Zwei Sachen zur Elektromobilität nochmal. Also auf eine Zuschauerfrage. Die Kommunen können heute schon entscheiden, die Fahrzeuge mit dem E-Kennzeichen, da gibt es ein eigenes Sperrzeichen für. Kommunen können verbieten, gewisse Straßennutzung für fossile Fahrzeuge verbieten. Aber ich wollte noch eigentlich, der Hintergrund war noch ein ganz anderes Thema, was immer oder oft nicht wahrgenommen wird. Das Auto ist das fahrbare Gepäckschließfach. Und wenn da nicht im öffentlichen Verkehr oder Nahverkehr Entsprechendes gemacht wird, ja, die Leute sind ja Sklave ihres Einkaufes, wenn sie danach ins Kino gehen wollen, weil ich was Eingekauftes nirgendwo abstellen kann. Und das wird nicht im Zusammenhang gesehen. Und ich denke, da muss im öffentlichen Nahverkehr, zumindest an Umsteigebahnhöfen oder S-Bahn- und U-Bahnhöfen, einfach Gepäckschließfächer geben. Denn viele nehmen das Auto wirklich als Schließfach. Und das hat ja mittlerweile sogar die Post erkannt. Sie liefert ja schon in Kofferräume als Dienstleistung. Ja, also ich fange mal an, weil wir das schon länger beforschen. Wenn Sie dieses nicht haben, also wir beforschen ja Menschen, die dann ins Carsharing gegangen sind und die lange Zeit mit solchen Ritualen gelebt haben, die sagen alle unisono, wenn ich das, seitdem ich es nicht mehr habe, nutze ich es dann auch nicht. Ne? So. Ja, es gibt natürlich jetzt mehr Möglichkeiten, auch die Bahnhöfe werden mehr Schließfächer bekommen, wir werden mehr Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum haben, aber das sind solche Merkmale, die man auch ändern kann. Also Menschen können sich ändern, ne? Und es ist wie ein Keller, wenn Sie einen Keller haben, ist der Keller immer voll. Es gibt keine leeren Keller, prinzipiell nicht. So, haben Sie keinen Keller, ne? Dann haben Sie auch, stellen Sie da auch nichts hin. So, und so geht das auch und so müssen wir das machen. Und nochmal ganz kurz zur Luft. Wir erlauben uns ja immer noch den Luxus, schlechte Luft zu haben. Ja, wir sind jetzt zum ersten Mal von der EU nach ungefähr 5 Jahren Kampf, haben wir immer noch seit gestern 67 Städte, die Grenzwerte für gute Luft, um das mal so abzufassen, regelmäßig überschreiten. Aber es regt sich auch da keiner auf. Da sterben auch Leute dran. Da ist man sich noch nicht ganz einig, wie viel. Und wir haben nichts getan. Und jetzt hat die EU uns verklagt, weil das ist EU-Recht und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, so, jetzt haben wir Anspruch auf Klagen. Und jetzt werden die Kommunen endlich dazu gezwungen zu handeln, aber erst dann. Also man muss Druck aufbauen, das wird wieder so kommen, dass wir etwas tun müssen, damit sich was verändert. Die Idee, dass Politik etwas tun würde für uns, davon können wir uns mal verabschieden. Das heißt, alle die Veränderungen, die wir jetzt hier einklagen, müssen wir uns selber drum kümmern. Das heißt, wir sind verantwortlich bis in die Wahlkabine hinein. Das haben wir oft nicht übersehen, nur der Wahlkabine, natürlich auch darüber hinaus. Ja.
Also auch da gilt wieder, die Welt ändert sich und die Politik rennt hinterher. Also viele Themen erledigen sich von selbst. Ich habe es vorhin versucht anzusprechen, das Thema Same-Hour-Delivery. Das heißt, wir kriegen immer mehr Ware nach Hause geliefert. Das heißt, wir brauchen gar keinen Kofferraum mehr. Der Service-Gedanke kommt nicht deshalb, weil die weniger Autos auf der Straße haben wollen oder weil sie den Menschen was Gutes tun wollen, sondern sie wollen ihnen was Gutes tun, damit sie ihre Daten bekommen. Und das ist in der digitalen Welt eben wichtig. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir in 10 Jahren sämtliche unserer Einkäufe entweder nach Hause geliefert bekommen oder unsere Wohnung automatisch aufgefüllt wird. Und wer das sich mal anschauen will, kann aktuell zur IFA gehen. Da wird es gerade demonstriert, wie der gesamte Haushalt voll elektronisch läuft. Smart Home ist da das Stichwort. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich auch Auswirkungen auf den Verkehrsbereich hat. Ja, das heißt, wir haben also in dem Verkehrsbereich genau das, was Sie ansprechen, diese klassischen Muster, wie wir gelebt haben, die gibt es zukünftig nicht mehr. Sie sagen, ich möchte das, das, das haben und im Übrigen sollte das um 19 Uhr bei mir zu Hause sein. Und dann kommt das dahin, ohne Kofferraum. Das heißt, ich brauche dieses Auto nicht mehr. Und das Auto hat natürlich ganz viele Funktionen. Ja, ich bringe die Kinder zum Kindergarten, ich fahre damit in Urlaub und so weiter. Das haben wir alles versucht, mit diesem Universalthema Fahrzeug zu erschlagen. Also das Auto wurde größer gekauft, weil man damit ja auch in Urlaub fahren wollte. Und dann ist man eigentlich halb leer durch die Stadt gefahren, weil es sich nicht lohnt, ein zweites Auto zu kaufen. Wäre eigentlich viel sinnvoller gewesen, Reiseauto und ein Stadtauto zu haben. Ja. Aber diese Themen, die werden jetzt durch die Digitalisierung möglich. Die gab es früher auch schon mal. Daimler hat vor 10 Jahren einen Leasingvertrag angeboten für einen Smart, wo man 4 Wochen ein T-Modell mieten konnte, für die Reise nämlich, und 14 Tage einen Cabrio, damit man ein bisschen Fun hat. Das war ein Modell, was vor 10 Jahren schon auf dem Markt war, hat sich aber so nicht durchgesetzt. Schlussfrage an Sie beide. Wenn Sie an das Jahr 2030 vielleicht denken, gegenüber heute. Wir haben heute, grob gesprochen, etwa 15-16% öffentlicher Verkehr und über 80% individueller Verkehr. Wie wird das in 10-12 Jahren sein, dieses Verhältnis? Ich befürchte, dass das Verhältnis im Zweifelsfalle ähnlich ist, weil die Angebote nicht von öffentlichen kommen, sondern von privaten Anbietern. Das heißt also, wenn wir von ÖPNV in der öffentlichen Hand führen, dann wird das Verhältnis möglicherweise gleich bleiben. Es wird aber ein ÖPNV-ähnliches Angebot geben, was von privaten Plattformbetreibern angeboten wird. Stichwort Uber. Ihre Vision? Also schlaue Städte werden genau diesen Modalsplit, wie er heißt, umkehren. Das heißt, wir werden 20% privaten Verkehr haben und wir werden 80% öffentlichen Verkehr haben. Öffentlicher Verkehr ist so definiert, dass es Verkehrsmittel sind, die allen zugänglich sind, die damit die Lizenz haben zu fahren. Also Carsharing-Autos können auch nur diejenigen fahren, die einen Führerschein haben. Das heißt also, das werden aber schlaue Städte sein und die werden das Vorbild sein. Das werden die in Skandinavien die Hauptstädte sein. Es wird auch möglicherweise London und Paris sein. Und wenn wir in Deutschland nicht aufpassen, sind wir dann das Schlusslicht. Nicht ich habe die Schlussfrage als Moderator, sondern ein Zuschauer. Bitte, Ihre Schlussfrage. Vielen Dank. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist das Fahrrad. Wir stehen ja heute vor der Frage hier, ist das Autofahren heilbar? Ich habe es probiert mit dem Fahrrad und ich fühle mich geheilt. Was sagt die Wissenschaft dazu? Kann auch das Fahrrad sozusagen helfen, den Menschen zu heilen? Das Fahrrad ist ja eine wunderbare Erfindung. Wir feiern gerade das 200-jährige Geburtstag des Fahrrades. Und das Fahrrad ist ja der Gewinner und ist ein Beleg der Verkehrswende. Wir haben eben erzählt, die Menschen ändern sich. Und tatsächlich am Beispiel des Fahrrads kann man sehen, in den letzten 10 Jahren hat sich in Deutschland etwa der Fahrradverkehr verdoppelt. Das muss man einfach mal sehen. Das Fahrrad hat im Moment aber nicht den Platz, den es braucht, weil einfach zu viele andere Verkehrsmittel, nämlich das Auto, dem entgegenstehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in Berlin ein Mobilitätsgesetz haben, was dem Fahrrad mehr Raum eröffnen soll, dann müssen wir den zweiten Schritt gehen, müssen wir diese geparkten Fahrzeuge wegschieben, wir müssen sie auflösen, dann haben wir noch mehr Platz für die Fahrradwege, dann haben wir auch sicheres Fahrradfahren und dann kann sich der Anteil der Fahrradfahrenden nochmal verdoppeln, sodass wir dann wirklich diese Multi-Optional-Gesellschaft haben und wir sind dann sehr individuell unterwegs, wir sind immer noch mobil unterwegs und wir machen sogar noch was für uns, Gesundheit, und wir schaffen auch insgesamt dafür, dass wir keine Schadstoffe emittieren, auch etwas für die gesamte Luft. Also das Fahrrad ist natürlich eine Option, aber sie ist eben auch nur eine Option, aber eine wichtige Option, deren Entwicklung wir noch weiter vorantreiben müssen. Ja, noch eine Anmerkung, ja.
Genau, noch ergänzend, ich komme wieder mit dem Wirtschaftsverkehr. Ich glaube, dass im Wirtschaftsverkehr das Fahrrad eine hohe Bedeutung haben wird. Wir erleben das heute schon mit Fahrradkurierdiensten. Die werden massiv zunehmen. Das heißt also, diese ganzen Belieferungen, was ich gerade angesprochen habe, Sie bekommen das, was Sie gerade bestellt haben, nach Hause. Das wären Fahrradboten oder Perpedesboten sein. Das heißt, da hat das Fahrrad auf jeden Fall einen erheblichen Zuwachs zu verzeichnen. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer zu Hause, ein spannendes Thema. Ich kann Ihnen versichern, wir werden dranbleiben an diesem uns alle betreffenden Thema, denn wir alle wollen mobil sein, das wird auch in Zukunft so bleiben. Herzlichen Dank an die beiden Studiogäste, Professor Knie, Herr Dr. Steinmüller und an Sie für Ihre Fragen und an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die zu Hause Fragen gestellt haben. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an Transparenz TV in dieser Sendung Franz Alt. Wenn Sie mögen, am nächsten Montag wieder zur gleichen Zeit. Herzlichen Dank, schönen Abend.